Oh nee, nicht der Drache. Der Drache war richtig fies. Ich erinnere mich auch an den Penisdrachen hier. Alter, guckt euch mal an, was für eine Fläche wir abdecken können mit den Peitschen. Ich muss sagen, mit den Peitschen fühle ich mich so ein bisschen so, als würde ich God of War spielen. Das hat eher so den God of War-esken Stil. Meiner Meinung nach. Also überhaupt nicht schlimm, finde ich super nice. Aber ist was anderes mit den Peitschen, ist was ganz anderes. Aha! Herr Prophet? Nein! Oh, sorry, love. Kind of miss a bit there. Little one. Here to guide you as always. Nee. Someone sent you back 500 years, it seems. Ja. I see you've already discovered the truth. They don't call you the left eye, or not, do they? Who are you? Never mind that. Who are you? Talk about, my dear. Who? The witch and the sage are still alive. Trifling creatures, both of them. I must be rid of them as soon as possible. I want what they have. I want back what is mine. The eyes of the world. What? The other me escaped to the future, and I can't let him have them. Which is why I must see you eliminated, my dear. Lopter. Okay. Der wird dauern. Oh, der wird dauern. Den ganzen Fäusten erinnert er mich irgendwie so ein bisschen an Ruffy von One Piece. Digga, was? Du holst dir einfach einen Meteorit aus dem All? Okay. Fuck. Fuck.
done now. If you'll excuse me, my dear. Auch den auf Anhieb. Ich kann nicht mehr. Ohne Scheiß, es mag auch einfach an den Controls liegen. Ich kann hiermit viel besser zocken, als mit dem fetten Wii U Gamepad, wo ich es damals drauf gespielt habe. Bayonetta 1. Ich komme so viel besser klar. Oh oh, Lukas. Kid! Hey, pull yourself together. What happened? Luca, was it? You know the way to Fimbulventa, right? Please, take me there. I remember. I remember everything. I have to hurry. Are you nuts, kid? We need to get you patched up. There's no time. Please take me to Fimbulventa, or the world will end. He and I, we are good and evil. Evil cannot be all that is left. What? Keep us safe with this. It's my trump card. Please. Eine Trumpfkarte. Just take me there. Ich hab's damals auf dem fetten Gamepad gespielt, ja. Ich hatte damals aber auch keinen Pro Controller und wollte mir keinen kaufen für die Wii U. Well, I guess it beats addicting toddlers to lollipops. So. There we are. Things are getting serious right now. We're gonna find out the truth. Täler des Halbmondes und Sonnenaufgangs. Da passen wir ja gut hin. Ich glaube, die sind ehrlich gesagt nur da, um uns ein bisschen Leben zu geben. Rein Platin. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Ich habe 5 Sekunden für den Fight gebraucht. Ist in Ordnung. Och komm, nee. Ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr. Aber das wisst ihr, ne? Fuck you! So. Oh. Mhm. Rosa. Rosa. You saw the emblem on his forehead. He's the one you're really after. What? We need to get back to my town. We can open a portal from here. Der Schmerz erdrückt ihn, ja. Please take care of Cereza. Our dear sweet child will awaken to her potential.
Bosa! Bosa! Oh, der tut mir so leid, Mann. Ohne Scheiß. Auf geht's in unsere Zeit. Mami. Mami, no! Na, und ihr erinnert euch jetzt, wie jetzt Bayonetta 2 mit Bayonetta 1 zusammenhängt. Das kriegt man jetzt zumindest hin, ohne die ganze Story jetzt komplett zu verstehen und zu hinterfragen. Alright, Freunde. Woo. Hype, Hype, Hype. Kapitel 13 bis 15 abgeschlossen und jetzt folgt Kapitel 16, die unumschränkte Macht. Davor gehen wir aber nochmal einmal in den Shop, auf jeden Fall. Und dann geht's ab. Und zwar heftigst. Es regnet aus meinen Augen. Verständlich, Mann. Sowas von verständlich. Genau, erstmal auf jeden Fall wieder Items. Komm, wir haben das Mula. Den juckt das hier alles. Was ist denn hier bei Rodins Schätzen eigentlich? Wollen wir uns davon einfach mal einen kaufen, weil wir es können? Holen wir uns das. Gucken, wie wir jetzt gleich aussehen. Bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür auch noch umziehen muss. Irgendwie im Inventar. Wir werden es gleich sehen. Oder ob das nur geht, wenn ich dann die Waffen ausgewählt habe. Kann auch sein. I don't know. Kapitel Nummer 16. Hey. That's me. What is this place? We're in my time. But there's not a moment to explain. We need to get to the Sacred Mountain now. What is upon the mountain? I don't know. But it's where the god who created the eyes of the world once lived. And now someone is after that power. The eyes. Mm-hmm. How can we reach that place? We are in Vigrid. Time to jump. Jump? That wasn't a request. Go! Have you lost your sanity? Oh. And your kind are? The kind of witches you don't fuck with. I have to admit, I like you much better this way, Balder. You actually shut up and follow directions. I do what I choose. Tell me, how do you know my name? Just the name I heard that witch, the one you called Rosa, call out to you. Anyway, this should get us to Fimbulvendor at mock speed. I would not be so sure of that, witch. My, my. Angels and demons working together. I suppose if they can get along, we can as well. Consider this a momentary truce. At least until the encroachers are punished. Well, that's one way of putting it. Here's mine. Time to tango. Sehr nice. Jetfighter Assault. Okay, Schuss halten, Schwertangriff laden. Alright. Es ist ja ehrlich gesagt schön, wie viele kleine Sachen sie hier noch eingebaut haben. Oh, da kommt der Baba. Guck mal, ist fast wie Celeste gerade.
Können wir eine Barrel Roll machen? Wir machen die ganze Zeit eine Barrel Roll, was laber ich? Aber wir haben gerade so eine Double Barrel Roll gemacht, die sah sehr verrückt aus. Krass, halt vollkommen aus, Alter. Die Schnitte waren gerade krass. Schieb mal das mit einem Fox-Kostüm, ist der A-Ring aus Star Fox mit originalem Sound, als ob. Oh, wie geil. Schön, dass jetzt beim Finale meine Nase nochmal so heftig jucken muss, ey. Okay, dem hätte man am einfachsten vom ganzen Spiel ausweichen können. Zack, das war's auch mit dir. Alles super hier oben. Silber 1, sehr schön. Oder Silber Minus, eher gesagt. Silber 1. Das war Silber 1. Jetzt kommt die Dämonenrunde hier, oder wie? So oft den Kram. Kann man jetzt gerade ruhig auch mal den Klimax direkt einsetzen. Bei den ganzen Gegnern auf dem Screen. Kommt dem Berg auf jeden Fall ersichtlich näher. Das ist sehr, sehr nice. Okay, jetzt sieht man nicht mehr ganz so viel. Danke, dass du das genau danach getan. Oh, jawohl. Jetzt kommt hier nochmal der Manta-Rochen. Nummer 1 ist schon mal K.O. Ah, du kommst direkt raus. Oh, nice. Direkt nochmal ein Klimax. Tschüss. Sehr gut. Der ist auch weg.
Er ist noch nicht weg. Jetzt ist er weg. Sehr schön. Why can't you be an adorable little citizen that weighs like 10 pounds? Well, at least your little good luck charm got me where I needed to go, right? We're here, kid. Right on the front door of that temple you were so damn determined to get to. Not sure if they're gonna roll out the red carpet for us. So viel dazu. Oh. Und guck mal, was der auf der Stirn hat. Wrong one, mate. You should be looking for your better half. Ich hab's von Anfang an gesagt. Convenient. But you're certainly not looking like my better half. The only thing you have to offer me is your sovereign power. Then you will be truly worthless. Alter, sieht das krass aus. Alter! Engel und Dämon gleichermaßen auf dem Weg zu diesem riesigen Berg. Shit. Fimbleworld. Könnte man sich nochmal was kaufen, wenn man wollen würde. Möchte ich aber, glaube ich, gerade nicht. Möchte jetzt hier rein. Little one! Welcome to Fimbulventer. The Lumen Sage, right eye of the Overseer. The Umbra Witch, left eye of the Overseer. Richtig. Now, everything has fallen into place. Bayonetta, get out of... Balder, this is what I promised you. Your chance at revenge. Accept it freely. Du weißt jetzt ja, zu wem du zustechen musst. Nicht auf den Kleinen. Sehr gut. That is your revenge. Is this not the one who destroyed your world? Who destroyed your life? Surely this can't be all you hoped to see. Ja, warum sollte mein Discord-Bot auch nicht erst 4,5 Stunden später sagen, dass ich live bin? So he divided our divine power and our very souls in two. We should have become mere shells. But this half left behind a certain power within himself.
In order to protect the balance, our split brought. Hallo Obzubio, schön, dass du hier bist. A sovereign power to freely control the eyes of the world. Unfortunately, this one made quite the miscalculation. He had not accounted for the power of evil intent which grew as humans prospered. Hudlo, das ist auch schön. To control the eyes, so instead, I used the evil hearts of humans to begin to retrieve the power of the ancient god. And all that remained is taking back the one power I do not yet have. The sovereign power. The power this one held within. You managed to escape 500 years before, but it was merely a waiting game. Waiting for you to be reborn. Now the time has come for our powers to become one again. Oh nein. And for me to ascend to the throne as a soul. Oh fuck. God. That's no good. Now, my better half, it is time to restore your sovereign power to my hands. I now have the power to control the eyes as I wish. Shall I start? Take him if it pleases you. He is nothing but an empty container. Ja, das hat ja gut geklappt. I have no more use for him. Come now. It is time I receive your power, witch. Yo! Das ist schön, Luca. Just some fool always swinging in out of nowhere, albeit with absolutely impeccable timing. Sensationellem Timing, ja. A god can see him coming. Gods do not concern themselves with the machinations of insects. Now, Umbra Witch, the left eye of darkness must return from whence it came. Then just try to take it back. You've destroyed more than you know. Got you. Forfeit all unto me. So wie ich ihm jetzt am Anfang mit meinem Umbra-Klimax gebumst habe, habe ich eher gedacht, dass er mich am Anfang so bumst. Von daher war schon mal ein guter Start auf jeden Fall, muss ich zugeben. Ich bin mir sehr sicher, dass der nicht First Try wird, auf gar keinen Fall. Das ist der finale Boss von dem Game und der wird, glaube ich, der wird mich bumsen. Der wird mich richtig bumsen. Kannst bitte runterkommen? Fuck.
Fuck. Fuck. Ich hab doch noch. Okay. Jawohl! Jetzt kommen auch fiese Attacken. Ja, komm, als ob. Es juckt den nicht so wirklich. In the end, you are merely human. The eyes of the world hold power. But their power came from that of a god. This god see those powers returned. Als ob. And so it shall be. The power of Aesir returns. Benno ist Malte, labert nur Scheiße. Es ist kein 48-Stunden-Stream. Over this world as time demands it. Well, fuck. Alter, sieht der geil aus. Gott des Chaos. Easy, ja. To be the overseer of this world. To rule it. A power only meant for Aesir. Human free will is a joke. It is a worthless illusion. You need only obey me. My will shall become that of the universe. Oh. Humans need not be told what their will shall be. We can create our world with our own eyes. An indulgent statement of human folly. Do you have any idea how much turmoil and confusion you have created? We may not see our next step. We may stumble. We may fall off the path. But we always move forward. That is the power of man! Bayonetta, shall we illustrate? Let's rock! Viel zu viel Angst, den anzugreifen, weil ich die ganze Zeit denke, dass er genau in dem Moment eine Attacke macht.
da wollte ich hin. Kann ich davon gerade irgendwas machen? Irgendwie? Nee. Toll, davon kann ich mir welche machen, aber... Das ist auch mehr so... Naja. Nicht das Wahre. Aber auf jeden Fall jetzt hiervon... Können wir welche reinpacken. Angriffskraft ist auch krass. Wir können die auch von hier aus benutzen. Das ist eigentlich ziemlich smart. Was? Ich werde nicht sagen, dass er mich gerade unfassbar bumst, aber wir werden gleich auf jeden Fall nochmal neu anfangen müssen. Jetzt ja noch drei Leisten, Alter. Ich bräuchte jetzt ein Heal-Item, um jetzt den beim First Try wirklich irgendwie zu schaffen. So kann ich das knicken. Was kann man hier eigentlich machen? Ich habe ihn einfach nicht ausgerüstet. Ah. Aber man muss den auch aktivieren, also das hätte ich auch nie gemacht. Ja. Fuck. Ich kann mich halt nicht heilen. Das tut mir so weh im Herzen gerade. Weil ich will unbedingt jetzt gerade gewinnen. Aber ich werde es nicht schaffen. Oh Mann. Bräuchte ein Heil-Item. Ich schaffe das so nicht. Ich müsste mich jetzt nochmal heilen. Ich hab ein Hit Leben. Ja, was erzeugt der da eigentlich gerade die ganze Zeit? Ey, was sind das für Dinger?
Oh. Jawohl, damit hat er uns jetzt komplett gerade heftig gebumst. Habe ich echt nichts zum Healen? Mistake was thinking that all I had to meet was some shit sovereign power. Stupid fool doesn't get why I'm the better half. I thought you were all out of cards. The real trump card's the one you keep hidden until just the right timing, mate. Oh, der legt echt Exodia. Schwarzes Loch. Oh, keine Kraft mehr. What? The real power of Lord Aesir, the god of chaos, is nothingness. The power to erase anything and everything from the world. Even the very eyes that created it. No! Damn. Whoa, hold on for a second, kid. What happens to the world if you... Any good card player's a gambler, right? The world will be destroyed, or it will create its own path. Okay. Human free will determine which way things go. Oh boy. Bruder. Der ultimative Klimax. Alter. Limit überschritten. Urknallbonus. Boom. First try. Oh, Junge. Tut das gut! Komm hier! Direkt zum Mund! Kannst dich nicht wehren, mein Junge! Und... Schnappi! Wer bist du und was hast du mit Yannick gemacht?
It will just return to another place in time. Wenn du den First Try hinbekommst, fresse ich einen fucking Besen mit Videobeweis. Freunde, der letzte Part von dem Let's Play ist dann, wie Lysander einen Besen frisst. Mit Videobeweis. Was are you trying to do? Do you think you can contain my power? Have you lost your sanity? Sanity is a requirement for our kind. You will never see another era trapped inside me. Only an endless circle of time. Mate, that pure evil you're dealing with, it's a poison that will live inside you forever. So be it. What's wrong can be made right through human hands. Bulga! Ceresa, listen to me. You know my name? If I stray from my path, you must be the one. The one to stop me. Bulga! Ceresa, just one time. Call me Daddy. Oh, God. Daddy. Thank you, Ceresa. My dear, sweet child. Daddy! Oh. Seems like the world's still in one piece. Seems so. Meine Augen in Regen etwas made. Eyes of the world, love. I believe in your kind. You can create whatever future you desire. What will happen to you? I'll just take a little break. Ist, glaube ich, besser. This world doesn't need me anymore, right? Wir adoptieren dich einfach. Will I see you again? Hard to say. I'll come back to this world someday. So if you're lucky, maybe we'll meet again, love. Little one, I'm not little, and I have a name. It's Aesir. I mean, my name is Loki. And I think you can quit treating me like a kid now. Then I'll call you by your name when I see you again. As a man. Bloody hell. Well, that's fine, I guess. At least I know what I want to be when I grow up, right? See you around, Bayonetta. Goodbye, little one. You can call me Ceresa. Sorry, love. But you still don't strike me as a Ceresa. Einige Tage später. Sales are so much better after the holidays. And the distinct lack of acts of God doesn't hurt either. Can you believe they tore my dress to shreds? Here, I think it was. Absolutely criminal. There's such a thing as a time and a place. Time? Oh. Oh, jawohl. Jawohl. Da ist er als Kleiner wiedergeboren worden. Hehehehe. Mhm.
Sereza, cat got your tongue? No. No. I'm fine. Hey, come on. How long do I have to keep doing this? Investigative journalism is big in January. The Kings of Hell goes down, and so does your anonymous source, my friend. Now keep driving. All right, I get it. I owe you. But I'm not the one with the endless tab. Where is that deadbeat anyway? Okay. Those two are getting along nicely. Now, to get those new heels. Come along, Enzo. Damn it! I forgot Enzo. Oh, I was wondering why there wasn't a short, foul-mouthed Italian in earshot. Where did you leave him? He said he'd wait for me in the plane. Uh-oh. Stimmt. Oh. Again? What a day! What a day! Wonderful. That's the second dress in a month. Another day in the life. Maybe you should try being nice to Enzo for a change. And let's go to chit-chat for later. We've got work to do. Now you're speaking my language. There's only one way to ring in the new year. Let's dance, boys! Team Little Angels. Oh boy. Freunde! Das war Bayonetta 2. Das war Bayonetta 2. Wir haben es tatsächlich durch. Und ich habe tatsächlich die ganzen letzten Fights first tried. Motherfuckers. Ultra krass. Das hat so heftig Bock gemacht, ne? Oh boy, what a ride. Was ein geiles Spiel. Ohne Scheiß, natürlich, ich verstehe das alles, warum Bayonetta 1 so war, wie Bayonetta 1 war, aber halt wirklich um Milliarden, Tausend, Trillionen Längen besser als Bayonetta 1. Bayonetta 2 war ein Spiel, was ich jetzt sogar ohne Scheiß, Bayonetta 2 würde ich persönlich zu meinen Favorite Games zählen. Ohne Witz. Bayonetta 2 hat mir so viel Bock gemacht. Ich würde so weit gehen und sagen, es ist zu einem meiner Lieblingsspiele geworden. Das Hack and Slay, die Geschichte, die so rundum erzählt wurde, die selbst ich so ein bisschen verstanden habe. Das Pacing, wie was erzählt wurde, wie manchmal ein Kapitel komplett nur ein Bossfight war. Alles sowas. Muah. Großartiges Game. Wenn Bayonetta 3 kommt, ihr wisst, wo ihr es gucken müsst. Mega heftig. Bruder, die Uhr. Bruder, es ist Freitag. Was ist los bei euch? Am Wochenende ist man auch gerne mal so bis 3, 4 Uhr wach. Boah, wie fett. Hat das Bock gemacht, Alter. Hat das Bock gemacht. Allein die Credits sehen aus wie ein Kunstwerk. Ja.
krasse Scheiße, ey. LCBP-Emote passt sehr gut zu dem Schlafen könnt ihr, wenn ihr tot seid. Das Ende gibt mir immer so eine Gänsehaut. Ey, voll verständlich, Alter. Ronan steht da links noch. There you go. What? Ist das jetzt der Part, den ich nicht mehr auf Twitch und YouTube zeigen darf, den ich mir jetzt alleine in meinem Bett angucken sollte? Ohne euch? Oh Gott, ich glaube, das ist der Part. Ich muss mal einmal kurz, ganz kurz. Kurz in. Fanservice-Alarm. Leute. Gibt's das auch ohne Text? Hat das eine ohne Text? Und ohne Kleidung? Leute. Ey. Leute. Den Part gibt's auch in der Galerie ohne Credits. Kein Scheiß. Bruder muss los. Schön, dass er das noch schreibt, ey, wie geil. Ich weiß, was ich nach dem Stream tue. Was? Nenn mir einen Grund, warum ich Brain folgen sollte. There you have it. And this is just one argument out of 10,000. Ja, das ist auf jeden Fall sehr Fanservice. Heini Hooper, am liebsten würde ich das ehrlich gesagt im nächsten Stream machen, wenn dir das nichts ausmacht. Das fände ich am coolsten, weil ich bin gerade echt ein bisschen gerädert jetzt nach dem Ende. Ich muss jetzt erstmal kurz sacken lassen. Und muss erstmal nochmal immer noch drauf klarkommen, dass ich gerade den Final Boss First Tried habe. Weil ich ein kranker Motherfucker bin. Und einfach unfassbar geil bin. Man muss sie auch einfach mal erwähnen. Ich habe nicht einen PogChamp im Chat gesehen. Mein Herz brennt noch ein bisschen. Also wenn ihr es nachholen wollt, dürft ihr gerne einen PogChamp in den Chat ballern. Meine Brüder und Brüderinnen. Alright. Was sehen wir jetzt noch hier am Ende? Pack-Chomp. Sehr gut. Und nun wisst ihr, warum in Bayonetta 1 alles so war, wie es war. Bayonetta. Noch einmal die Credits für die Switch-Version davon. Super nice, Alter. Ohne Scheiß. Ich muss ehrlich zugeben,
Also ich bin jetzt wirklich mal einfach mal komplett platt ehrlich, sollte man eigentlich nie sein, gerade bei sowas. Bayonetta 1 habe ich am Ende, bin ich ehrlich, nur noch gespielt, weil du es geguckt hast, Tim. Deswegen wollte ich es durchspielen. Bayonetta 2 habe ich nur angefangen, weil es rauskam für die Switch und weil ich weiß, dass du das so liebst, Tim. Real Rap. Ich habe dieses Game eigentlich nur angefangen überhaupt zu spielen wegen dir. Aus meinem eigenen Ding raus hätte ich jetzt nicht gesagt, ich setze mich jetzt wirklich hin und mache darüber 3 Streams und spiele es durch. Das war sehr dir geschuldet, aber du hast das Game auch echt gut beworben. Also, Hut ab, auf jeden Fall. Hatte dadurch eine Time of my life, Alter. Ohne Scheiß, Bayonetta 2 war so ein geiles Spiel. Damn. Krass. Krass, 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 krass. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, euch das zu streamen. Ich hoffe, wir werden genauso viel Spaß haben bei den nächsten Projekten. Ich habe auf jeden Fall noch super, super viel auf dem Tisch. Als nächstes gigantisches Projekt für die nächste Zeit habe ich auf jeden Fall Fallout 4 noch auf dem Tisch. Fallout 4 muss ich irgendwann mal durchspielen. Allein für dieses geile RPG-Elemente, was mit allem drumrum. Das ist das nächste gigantische Projekt. Aber ich habe auch noch viele kleine Projekte, die wir noch so einstreuen werden. Wir werden Celeste auf jeden Fall noch durchzocken. Die B-Sides, die C-Sides, die Erdbeeren, allen Scheiß. Bei Celeste haben wir echt noch eine Menge zu holen. Also ich habe auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viel vor mit dem Kanal hier. Ich habe noch sehr, sehr, sehr viel vor. Keine Frage. Damit haben wir das auch schon. Die unumschränkte Macht. Guck mal, ich habe in den letzten beiden Dingern sogar fucking rein Platin. Freunde, ich habe bei dem allerletzten Kapitel, beim letzten Bossfight, beim ersten Mal durchspielen, bei den letzten zwei Passagen fucking rein Platin. Ich habe gerade so einen Internetbono. Krass. Hier sehen wir nochmal, wie ich abgeschlossen habe. Lustigerweise, zum Ende hin besser. Erschreckend, ne? Erschreckend. Finde ich auch. Congratulations. Oh, was ein süßes Bild. Das rein Platin war das aus den Credits. Psst, psst. Das konnte ich mir schon denken, aber ich habe versucht. Psst. Die davor waren Platin. War auch aus den Credits. Ach Leute, was ein tolles Spiel. Schön. Ich wette, irgendeiner hat sich die Arbeit gemacht und dieses Bild immer wieder gescreenshottet oder ein Video davon gemacht und die einzelnen Schnipsel, die dann aufgetaucht sind, zu einem riesigen Bild zusammengefügt. Oder das Bild kann man irgendwo als Wallpaper runterladen. Einer wird sich dafür auf jeden Fall die Mühe gemacht haben. Man könnte sich selber daraus ein Wallpaper machen, ohne die Schrift. Ohne Probleme. Man könnte auch einfach das Congratulations wegklicken und jetzt kann man sich durchklicken, was man haben möchte. Okay. Gut. Wir können jetzt mit John durchspielen. The World of Bayonetta 2. Schusswaffen. Aber du hast das toll gemacht. Danke. So. Jetzt haben wir nämlich hier diese Galerie, wo wir uns ganz viel Tolles angucken können. In the world of Bayonetta 2. Charaktere, Hintergründe. Das ist halt echt nice. Hier kann man sich halt echt geile, entweder geile Thumbnails zusammenstellen oder einfach auch geile Wallpaper. Richtig fett. Richtig cool. Charaktere sind dann wahrscheinlich auch noch so genehmigtes Design. Krass. ...3D-Modelle. Filmsequenz ist ja, hier, Moon River, no credits, Ja, genau. 3D-Modelle, dass man sich die auch alle nochmal... Jawoll! Ey! Come on! Was ist das bitte für ein... Ey,
Ich zeig das lieber nicht zu lange. Ich möchte euch nicht in Verlegenheit bringen. Freunde, Bayonetta 2 ist hiermit abgeschlossen. Ich hatte einen Heidenspaß mit diesem Game. Danke fürs Zusehen. Danke auch auf YouTube fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü.